So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Elder Scrolls Online. Wir haben in der letzten Folge mit Fürst Baccaro gesprochen und haben ihn über unseren Verdacht, dass die Adligen hinter dem Orden mehr oder weniger stecken, beziehungsweise diesen finanzieren und unterstützen, damit ja der Krieg weitergeht, weil der Orden ist nämlich hinter den Allianzanführern her. Und ja, so meine Vermutung ist, dass sie die ausschalten wollen, damit die dann jemanden vom Orden auf den Rubinenthron setzen können. Und dann vielleicht einfach weiter Kriege irgendwo anzetteln können, um daraus weiterhin Profit zu schlagen. Und wir werden uns in der heutigen Folge zum Castel Navira aufmachen, werden zuvor aber mit der guten Fürstin Arabelle Davos sprechen. Es ist eine Schande, dass der Orden der emporstrebenden Fürst Baccaros Dienstboten vor euch erreicht hat. Was könnten sie nur gesehen haben, was ihren Tod rechtfertigte? Ja. Vielleicht erfahren wir mehr in Castel Navira. Doch ich bin wirklich nicht in Stimmung für eine Feier. Fürstin Baccaro meinte, dass mehr Adlige anwesend sein werden. Und unsere vermissten Ehrengäste werden sicher der Hauptgesprächsstoff sein. Das ist eine Gelegenheit, nicht nur zuzuhören, sondern auch Fragen zu stellen. Sprecht auf jeden Fall mit Elea Dufort, Damar Dufort und John Mornar. Sie dürften die wichtigsten anwesenden Gäste sein. Mornar. Oui, oui. Dann werden wir das machen. Habt ihr sie im Verdacht? Bis wir mehr wissen, ist jeder verdächtig. Doch wenn tatsächlich einige der Adligen den Orden der Emporstrebenden unterstützen, so denke ich, dass es eine der einflussreichen Familien von Hochinsel ist. Denke ich das heißt, auch. Das Haus Dufort oder Haus Mornar. So oder so werden wir bald mehr wissen. Wer sind Ella Dufort, Damar Dufort und John Mornar? John Mornar, also ich glaube, ja gut, Mornar sagt uns ja was, weil ich glaube, die wollten ja um die Hand von einer besten Freundin von Isobel anhalten. Wie nennt man das denn? Hand? Ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Heiratsantrag machen. Elea ist die Herzogin des Hauses Dufort und nominelle Herrscherin über Hochinsel. Damar ist ihr Bruder und ein Graf. John Mornar ist der derzeit hochrangigste Adlige des Hauses Mornar auf Hochinsel. Er ist der Vetter von Graf Leonard, der hier die Interessen des Hauses vertritt. So. Na gut, dann gehen wir mal zum Castel Navira. Das kennen wir ja auch schon. Haben wir hier noch irgendwas Schönes? Natürlich nicht. Navira. Navira ist auch ein sehr schöner Name, finde ich. Vor allen Dingen, da muss ja Navira irgendwas damit zu tun haben, wenn die hier was gesehen haben, was sie nicht hätten sehen sollen. Guck mal, einladend, oder? Wir können es auch genießen, solange wir hier sind. Zieht ihr immer noch einen roten Russafeld vor, werteste? Das wäre entzückend. Vielen Dank, Baccaro. Stellt euch dem Adel vor, meine Teure, und denkt daran, dass selbst das kleinste Detail der Hinweis sein könnte, den wir suchen. Es ist eine Ehre, zu einer von Herzogin Eleas Feiern eingeladen zu werden. Ich habe gehört, sie lässt nur Mitglieder ihrer eigenen Familie ins Kastell. Die meisten Leute haben noch nie einen Fuß hinter die Mauern gesetzt, geschweige denn Zeit mit der höchstgestellten Adligen von Hochinsel verbracht. Warum steht denn der so weit ab vom Schuss? Was für eine Verschwendung. Ich habe schon an guten Tagen wenig Geduld für den Hochmut unserer Adelshäuser und im Augenblick... Ich bin mir sicher, dass wir alle gerade Besseres zu tun hätten. Ich vermute, ihr stimmt mir dazu. Ihr seid es, die Fürst Baccaro und Fürstin Arabelle aushilft, nicht wahr? Das stimmt, ich helfe Fürstin Arabelle. Ihr seid gut unterrichtet. Ich versuche, bei wichtigen Angelegenheiten auf dem Laufenden zu bleiben, aber
Ich muss zugeben, dass Elea uns alles über euch erzählt hat. Ich bin Graf Damar, Bruder von Herzogin Elea und Hofmagier des Hauses Dufour. Verratet mir, haben eure Ermittlungen schon Neuigkeiten bezüglich eines plötzlichen Sturms ergeben, der vor kurzem aufzog? Ich finde schon ein bisschen sass. Also verdächtig, für die, die nicht wissen, was sass heißt. Also ich will ihm auch eigentlich gar nicht so viel verraten. Ja, wir glauben, könnte dazu geführt haben, dass die Schiffe der Delegierten verunglückten. Eine Hypothese, die zu meiner eigenen passt. Während meine Schwester Raubritter durchs Hinterland jagt, interessiere ich mich für die Druiden, die im wilden Teil von Hochinsel sind. Stimmt, die gibt's ja auch noch. Vielleicht haben die auch nur wenig für die zivilisierte Kultur übrig. Sie könnten verantwortlich sein. Finde ich aber sehr weit hergeholt. Aber ja, stimmt, die Druiden, die gab es ja auch noch auf Hochinsel, beziehungsweise die drei Druidenzirkel. Da bin ich mal gespannt, in welchem Zusammenhang die stehen. Was haben die Druiden mit einem Sturm zu tun? Ich glaube nicht, dass der Sturm natürlichen Ursprungs war. Denke ich auch nicht. Die Druiden verfügen über alte Magie und lassen sich mit Geistern ein. Sie besitzen durchaus die Mittel, einen solchen Wirbelsturm heraufzubeschwören. Sie bleiben meist unter sich, doch ich vermute eine List. Das sind eure Schuldigen. Ihr werdet schon sehen. Ihr sagtet, ihr werdet Hofmagier? Magie ist das Erbe und Vermächtnis des bretonischen Volkes. Oh, ich habe als Jugendlicher meine Zeit damit verbracht, Schwert und ritterliches Benehmen zu meistern. Doch ich glaube, dass ein wahrer Bretone beide Seiten unseres Wesens studieren muss. Und vielleicht auch die Wege der Druiden. Was meint ihr mit den beiden Seiten? Wir Bretonen verfolgen unsere Ahnenreihe bis zu den Nedian und Elfen zurück, die sich während der Frühzeit von Hochfels vermischten. Deshalb liegt uns die Zauberei im Blut und wir alle verfügen zumindest über ein wenig magisches Talent. Ich finde das Thema faszinierend und habe mich entschieden, es mir zu eigen zu machen. Jetzt muss ich doch fragen, die Nedian... Sind das Menschen oder sind es auch Elfen gewesen? Haben alle bretonischen Adelshäuser einen Hofmagier? Nein. Manche haben unsere Traditionen vergessen. Wenn mein Talent nicht wäre, bezweifle ich, dass meine Schwester einen Hofmagier hätte. Sie entsendet mich, um die Interessen der Dufours in Häfen überall in Tamriel zu wahren, anstatt meine arkanen Fähigkeiten ganz zu nutzen. Eine Schande. Haben wir noch jemanden? Victor, John, Mona. Ich glaube nicht, dass wir uns schon begegnet sind. John Monarch, ein Vergnügen. Meine Familie ist im Transportgeschäft. Wir importieren Waren vom Festland und schicken Waren vom Archipel auf die Märkte Tamriels. Ihr seid die Ermittlerin, die mit Fürstin Arabelle zusammenarbeitet, nicht wahr? Woher wissen die denn das alle? Das stimmt, ich helfe Fürstin Arabelle. Woher wusstet ihr das? Die Herzogin hat dem Hof alles erklärt, kurz bevor ihr eingetroffen seid. Hätte Fürstin Arabelle uns hinzugezogen, sehen die Dinge anders aus. Wir wissen, welche Gefahren achtlose Kapitäne erwarten, die auf Hochinsel zusteuern. Ihre Schiffe waren einfach unvorbereitet. Es waren nicht die Gefahren der See, die diese Schiffe verunglücken ließen, das war der Orden der Emporstrebenden. Nun sagt mir nicht, dass ihr auch auf diesen Unsinn vom Orden der Emporstrebenden hereinfallt. Ein schattenhafter Orden von Rittern, der daran arbeitet, Regierungen in ganz Tamriel zu unterwandern? Das ist nur eine List, meine Freundin, eine bequeme Fiktion, um den makellosen Namen des Hauses Dufour zu schützen. Ich scheine nicht viel vom Haus Dufour zu halten. Elea bekam ihre Stellung, indem sie sich ihre Gefallen in Hochfels verdiente. Sie stellte sich ganz prominent hinter Fürst Barkaros Liga der Standhaften. Aber Friedensverhandlungen zunichte machen und Staatsoberhäupter töten? Jemandem muss dies angelastet werden. Und in dieses offene Schwert würde sie sich nie selbst stürzen. Woher rührt der Zwist zwischen Haus Monarch und Haus Dufour? Meine Familie hat den Archipel über Generationen regiert. Doch die Dufours waren in unserem Schatten nie zufrieden. Sie verbrachten Jahre damit, den Hof gegen uns zu vergiften. Und als mein Onkel Avrip vor einigen Jahren insgeheim König Ranzaire unterstützte, hat es sich für sie gelohnt. Was meint ihr? Der Großkönig entzog meinem Onkel den Herzogstitel und gab ihnen den Dufours. Es war wirklich eine Frechheit. Wir waren nicht an Ranzaires Krieg beteiligt. Wenigstens bekamen die Dufours nicht alles, was sie wollten. Wir behielten den Großteil unserer Besitztümer und das nagt an ihnen. Habt ihr es zu sagen, Haus Monarch? Große Güte, nein. Diese Ehre obliegt meinem Vetter Leonard und er kann sie gern haben. Ich würde die Verantwortung nicht wollen.
Nein, ich bin zufrieden damit, unsere Angelegenheiten hier auf Hochinsel zu regeln. Ich überlasse die größeren Sorgen in Sachen Geschäft und Haus meinem Vetter, dem Grafen. Mhm. Ja, der sieht richtig schön aus. Habt ihr die Beben in den letzten Tagen gespürt? Oh, was ist mit ihren Augen passiert? Der Vulkan auf Iphelon erwacht. Ich verstehe nicht, warum die Einheimischen deswegen nichts unternommen haben. Ja, okay, die hat wahrscheinlich ein bisschen zu viel vom Wein. Herzogin. Und er hat diese gehört. Fürstin Arabelle mitgebracht. Kennen wir die? Nee, ne? Willkommen im Castel Navir. Ihr seid Fürstin Arabels Unterstützung, ja? Dann wisst ihr ja, dass diese Festivitäten nur stattfinden, um den Schein zu wahren. Unsere Ehrengäste wurden noch nicht gefunden. Doch seid versichert, dass ich vorhabe, Gerechtigkeit an den Radikalen hinter diesem Komplott zu üben. Ihr wisst vom Orden der Emporstrebenden? Ich weiß von vielen Dingen, die auf meiner Insel geschehen. Es stimmt allerdings, dass wir die Berichte über mysteriöse Ritter erst vor kurzem mit dem Orden der Emporstrebenden in Verbindung brachten. Doch da wir nun wissen, dass sie ein und dieselben sind, werden wir sie rasch an die Kandare nehmen. Gibt es etwas, was uns aber helfen könnte, die Allianzanführer zu finden? Ich würde vorschlagen, ihr und Fürstin Arabelle lasst diese Sache in unseren Händen. Meine Ritter haben bereits mehrere Orte ausgemacht, wo der Orden der Emporstrebenden sich versammelt. Sie durchkämmen just in diesem Augenblick Hochinsel nach den vermissten Gästen. Wir haben Grund zur Annahme, dass ein Adliger von Hochinsel den Orden emporstrebend finanziert. Deshalb würden wir uns ja lieber diskret um diese Sache kümmern. Ich vermute, dass Haus Mornar dahinter steckt. Aber es wäre zu offensichtlich. Es profitiert beträchtlich vom Krieg. Und seine Mitglieder hegen vielleicht noch immer einen Groll gegen mein Haus, weil es ihres in den Schatten stellt. Ehrlich gesagt traue ich denen alles zu. Erzähl mir über das Haus Mornar. Man sollte immer vorsichtig sein, wenn man über seine Nachbarn spricht. Doch Graf Monars Abneigung gegenüber meiner Familie ist weithin bekannt. Vor Jahren unterstützte sein Vater, König Ranser von Schornhelm, bei seinem Disput mit Großkönig Emmerik. Emmerik hat das nicht vergessen. Was hat Großkönig Emmerik getan? Er bestrafte Avrib Mornar, indem er ihm den Herzogstitel entzog und diesen stattdessen meinem Vater verlieh. Die Mornars sind immer noch Grafen mit Besitztümern und Anwesen überall auf den Inseln. Doch die Duforts sind jetzt die Herzöge der Systrin. Erzähl mir mehr über das Haus Dufort. Meine Familie baut Schiffe. Aus unseren Werften stammen die Besten, die auf den westlichen Meeren fahren. Als Belohnung für unseren Dienst verlieh uns Großkönig Emmerik das Herzogtum der Systrin. Wir herrschen mit Sorgfalt und Mitgefühl für alle, sogar für die Mornars. Darf ich eine Erfrischung anbieten, Freundin? Ach, Shakan. Die Herzogin hat sich um viele Gäste zu kümmern. Es wäre unhöflich, ihre Aufmerksamkeit allein zu beanspruchen. Trinkt etwas Wein. Stellt euch einigen der anderen Gäste vor. Nun macht schon. Mischt euch unter sie. Ja. Shakan. Ihr habt doch nicht gedacht, dass ich diese kleine Abendveranstaltung verpasse, oder? Hört zu, ich weiß aus wohlunterrichteten Kreisen, um genau zu sein, von einem überaus entgegenkommenden Zimmermädchen, dass die Herzogin den Orden der Emporstrebenden selbst unter die Lupe genommen hat. Nun, ich habe einen Plan. Was für ein Plan, Jakan? Nicht Jakan. Kellner, Fred. Ich bin verkleidet. Naja. Von dem Zimmermädchen hatte ich euch erzählt, oder? Sie gehört zu den persönlichen Assistentinnen der Herzogin. Nun, sie hat mir erzählt, wo die Herzogin ihre heiklen Dokumente, nebst weiteren Dingen, die hier unerwähnt bleiben, verwahrt. Die Herzogin erzählt sie mir von ihren Nachforschungen. Wie sieht euer Plan aus? Die Adligen und das gehobene Personal achten nie auf Aushilfskräfte. Dem zugeknöpften Verwalter Hersian konnte ich ganz leicht einen Schlüssel abknöpfen. Während ich für eine Ablenkung sorge, seht ihr euch um. Herzogin Elea hat ein privates Studierzimmer, irgendwo hinter der nordöstlichen Tür. Was für eine Ablenkung? Ich locke die Wächter von den Türen weg. Doch ich brauche eure Hilfe. Sprecht mit einem der Musikanten und bittet ihn, das Lied Taumeln und Schwanken zu spielen. Das ist einer meiner alten Ohrwürmer. Ich kümmere mich um den Rest. Okay.
Okay, da fragen wir mal ganz lieb und nett nach. Kann ich euch helfen, Freundin? Neue Frisur, oder? Könnt ihr für mich das Lied Taumeln und Schwanken spielen? Ich nehme eigentlich keine Wünsche entgegen. Herzogin Elea hat mir eine Liste der erlaubten Lieder gegeben, die gespielt werden sollen. Und dieses ist ganz sicher nicht darunter. Nicht, dass sie es überhaupt merken würde. Ich bezweifle, dass jemand auf die Musik hört. Wird das für ein Lied ausreichen? Es tut gut zu wissen, dass jemand die Künste zu schätzen weiß. Wohlan denn, ihr bekommt euer Lied. Hab Dank. Herren und Damen des Hofs, ich widme dieses Lied und diesen Tanz der drallsten, üppigsten und kurven Texturen, bitte mal laden, Texturen. Herzogin Elea. Ihr da, kommt sofort darunter. Ja. Hört diesen Unsinn auf. Gut gebaut, der Schakan. Anderes hätte ich auch nicht erwartet. Was? Nein? Oh Gott, hätte ich beinahe das verwendet. Ich bin doch schlau. Was war denn das? Schatten, ne? So viel zu tun. Und so wenig Zeit. Ich kenne das Problem, mein Freund. Schnell rein. Verwalter Herzers Karte. Mhm. Letzter Monat. Kurios, die Systrin-Wächter melden, dass das Banditentum auf Hochinsel offenbar rückläufig ist. Sie glauben, dass ein neuer Banditenhäuptling-Anhänger aus den gesetzlosen Inseln rekrutiert. Ich wies Verwalter Hersian an, der Sache nachzugehen. Vor 2 Wochen. Die Banditen auf Hochinsel sind wieder aktiver und das auf einem völlig inakzeptablen Niveau. Die Gesetzlosen sind jetzt besser organisiert und schwerer bewaffnet als je zuvor. Hirsian meldet, dass die Bauern einander Geschichten über Ritter des Volkes erzählen, die sich Orden der Emporstrebenden nennt. Rebellen und Gesetzesübertreter allesamt. Wenn diese Briganten des Ordens der Emporstrebenden die Gewinne des Hauses wie vorgefährden, muss ich einschreiten. Verwalter Hirsian hat die Berichte unserer Information zu einer Karte der Aktivität des Ordens der Emporstrebenden zusammengefasst. Er hat vor, jeden Einzelnen persönlich nachzugehen. Vor 2 Tagen. Diese Ritter vom Orden der Emporstrebenden sind ehrgeiziger, als ich dachte. Jemand hat einen großen Sturm an der Nordküste von Hochinsel beschworen. Dadurch kenterten die Schiffe, auf denen Großkönig Emmerich, Königin Ayrin und der Sohn des Skaldenkönigs Jorun zur Friedenskonferenz von Fürst Bakaru reisten. Die mächtigsten Monarchen von Tamriel sind möglicherweise vor unserer Küste ertrunken. Deshalb wollte ich als Hirsians Spionin diese Gruppe im Auge behalten. Eine Überraschung dieser Größenordnung ist vollkommen inakzeptabel. Wenn wir von dieser Gefahr gewusst hätten, hätten wir etwas unternehmen können. Oder zumindest hätten wir uns so positionieren können, dass wir Nutzen aus den Entwicklungen ziehen. Oh. Was? Moment, ich muss doch meine Fähigkeit wieder ändern. Was haben wir denn? Warte mal, was ist denn das für ein... Ihr werdet Zeuge. Tamriel verlöst.
Sturm und Feuer werden das alte Regime zu Fall bringen. Hitze und Lava. Was? Arabelle? Das war eine Warnung. Niemand kann sich vor uns verstecken. Tretet beiseite und ihr werdet einen Platz im neuen Regime finden. Tretet uns entgegen und ihr werdet in die Knie gezwungen. Der ist schon cool. Oh gut, ihr seid wohlauf. Es scheint, dass unsere Gegenspieler entschieden haben, allen Anwesenden etwas mitzuteilen. Unterwerft euch oder sterbt. Ein Klassiker. Das stimmt. Habt ihr etwas Nützliches aufgedeckt, bevor der emporstrebende Magus auftauchte? Herzogin Elia ist im Orden der Emporstrebenden nachgegangen. Ich habe ihre Notizen. Ich verstehe. Herzogin Elias Ermittlung ist anscheinend nicht sehr weit gekommen. Vielleicht können wir die Spuren besser nutzen, die sie aufgetan hat. Doch wir haben keine Zeit zu verlieren. Der emporstrebende Magus hat wahre Macht gezeigt. Was meint ihr? Ist euch aufgefallen, wie der Boden bebte, als er seinen Sturm entfesselte? Das ist keine Magie, der ich schon begegnet wäre. Irgendwie ruft seine Sturmmagie Erdbeben hervor. Wenigstens hat er die Allianzanführer noch nicht gefunden. Uns bleibt immer noch Zeit. Woher wisst ihr, dass sie die Allianzanführer noch nicht haben? Weil der emporstrebende Magus seine Macht zur Schau gestellt hat, um uns Angst zu machen. Warum sollte ihm das wichtig sein, wenn er schon hätte, was er wollte und somit unaufhaltsam wäre? Nein, die Königlichen sind ihm noch entgangen. Irgendwie. Aber seine Magie. Ich frage mich... Ihr fragt euch was. Oder er war ein ehemaliger Druide. Das kann natürlich auch sein, warum das so mächtig ist. Neben den anderen Problemen, die Hochinsel umtreiben, haben Lavaschlote begonnen, sich an zufälligen Orten zu öffnen. Könnte der Magus mit all dem Beben und den Stürmen den Vulkan geweckt haben? Gehen wir zu meinem Herrenhaus zurück, damit wir das hier eingehender untersuchen können. Fürst Baccaro, eine Rückkehr ins Herrenhaus könnte gefährlich sein. Unsinn. Ich verstecke mich nicht vor diesen Kretans. Ich verdopple die Wachen. Doch aus meinem Zuhause vertreiben sie mich nicht. Nun gut. Ich melde mich später bei euch. Yakan, gehen wir. Und zieht ein Hemd an, mein Teurer. Jetzt können sich die ganzen Frauen und auch Soldaten nicht mehr konzentrieren, wenn sie den halbnackten Yakan sehen. Die Frage, haben die jetzt einfach nur ein paar Leute umgebracht oder haben die auch Elia Dufour mitgenommen? Fragen über Fragen. Komm ich hier rein? Kennen wir der Winde, warte mal. Ich kann mir wahrscheinlich nur beten, ne? Ja, nicht wirklich. Oh nein! Oh. Hat er nicht gemacht! Oh. Diese Beben werden immer stärker. Ich habe gehört, dass auf den Inseln Vulkanspalten aufbrechen. Hat er nicht gemacht! Du jetzt das? Das muss das Werk des Ordens der Emporstrebenden sein! Ihr schreibt ihm zu viel zu. Ein Erdbeben hat den Koloss von Gonfalon zerstört. Ja, ein Erdbeben der Emporstrebenden! Glaubt, Saji, er weiß es! Ich habe Hochinsel im Lauf der Jahre mehrfach besucht. Noch nie habe ich den Untergrund so ruhelos erlebt. Es ist alarmierend.
Könnte Saji recht haben? Könnte der Orden der Emporstrebenden für diese Beben und Ausbrüche verantwortlich sein? Der emporstrebende Magus meint, das alte Regime würde durch Sturm und Feuer hinweggespült werden. Sturm und Feuer. Ich bin besorgt. Wenn der emporstrebende Magus mächtige Sturmmagie gegen seine Feinde entfesseln kann, gebietet er dann auch über die Beben und die Vulkanspalten? Allein der Gedanke daran ist unerträglich. Was in Arabell vermutet, eine Verbindung zwischen den Stürmen und den vulkanischen Aktivitäten. Dann macht sich Saji zu Recht Sorgen. Der Verlust eines Monuments mag unser kleinstes Ärgernis sein, wenn der Orden der Emporstrebenden den Vulkan aufwecken kann. Fürstin Arabell ist drin, meine Freundin. Vielleicht weiß sie, was zu tun ist. Na, ich denke mal, wir müssen dann diese drei Orte abklappern, um zu gucken, ob wir irgendwas über den Orden herausfinden. War es denn zu viel erwartet, dass einer der Adligen von Hochinsel offen seine Schuld eingesteht? Ach, nun gut. Wenigstens können wir Herzogin Elea ausschließen. Ihre Notizen machen deutlich, dass der Angriff auf die Delegiertenschiffe sie überrascht hat. Und diese Karte... Interessant. Was ist mit der Karte? Wenn diese Karte wirklich Orte zeigt, die dem Orden der Emporstrebenden wichtig sind, dürfte das unsere bisher beste Spur sein. Hier, meine Teure, nehmt dies mit meinem Dank. Mit eurer weiteren Hilfe werden wir die Königlichen finden und bald aufdecken, wer hinter dem Orden steckt. Das müssen wir. Die Karte, die ihr beschafft habt, bietet eine Reihe Hinweise, die uns helfen könnten, Großkönig Emmerik, Königin Ayrin und Prinz Irnsgard zu finden. Wie lautet das Zitat aus den Ermittlerinnen-Vala-Büchern gleich noch? Es wartet immer ein neuer, unerklärlicher Fall. Machen wir uns an die Arbeit, meine Teure. Erkennt ihr einen der Orte auf der Karte wieder? Einer ist eindeutig die Dufour-Werft, wo das Haus neue Schiffe baut. Ein weiterer ist der steinleere Hain. Die Heimat eines freundlichen Druidenzirkels. Der dritte scheint eine Höhle bei Tor 3 hoch zu sein. Wirklich eine seltsame Sammlung sehr unterschiedlicher Orte. Wo sollen wir anfangen? Das überlasse ich euch. Untersucht alle drei und erstattet dann hier wieder Meldung. Ich werde Jakan zum Ableger schicken, Kapitän Kalin zur Höhle und Valessia zum Hain. Trefft euch mit ihnen bei jedem der Orte, und seht, was ihr über unsere abtrünnigen Ritter herausbekommen könnt. Ich kehre zurück, sobald ich alle drei Orte untersucht habe. Wir wissen nicht, was der Orden der Emporstrebenden dort draußen tut. Doch hoffentlich wird uns etwas an einem dieser Orte zu den vermissten Königlichen führen. Seid auf der Hut. Ich möchte nicht, dass eine fähige Agentin verletzt wird, während sie mich unterstützt. Habt ihr gesehen, was mit dem Koloss von Gonfalon geschehen ist? Das habe ich. Ich kam gerade rechtzeitig, um zu sehen, wie er einstürzte. So traurig es mich auch macht, den Fall des stolzen Baron-Admirals zu erleben, so haben wir doch drängendere Probleme. Ich werde um den Koloss von Gonfalon trauern, sobald die Allianzanführer in Sicherheit sind. Sprechen wir darüber, was wir bisher herausgefunden haben. Gehen wir die Hinweise durch. Eine hervorragende Idee. Fürst Baccaro finanziert die Friedensverhandlungen hier auf Hochinsel. Doch die Schiffe mit Großkönig Emmerik, Königin Ayrin und Prinz Irnsgar an Bord sind nie eingetroffen. Wir vermuten, der Orden der Emporstrebenden ist irgendwie dafür verantwortlich. Genau, die Kapitäne sagen, ein Sturm hätte ihre Schiffe versenkt. Wir wissen, dass Emporstrebender Markus Sturmmagie beherrscht. Eine hervorragende Schlussfolgerung. Den Kapitänen ist auch aufgefallen, dass der Magus und der Fürst der Emporstrebenden den Akzent bretonischer Adliger hatten. Wir glauben, dass ein Adliger von Hochinsel diesen Trupp abtrünniger Ritter finanziert. Dann habt ihr diese Karte aus Castelnavire beschafft. Ich erinnere mich, als wäre es erst vor ein paar Sekunden geschehen. Dort werden Orte aufgezeigt, bei denen Herzogin Elea davon ausgeht, dass sie dem Orden der Emporstrebenden wichtig sind. Genau. Da wir auch wissen, dass der Orden der Emporstrebenden noch immer nach den vermissten Königlichen sucht, werden wir seine Aktivitäten nutzen, um uns die richtige Richtung zu weisen. Untersucht die drei Orte auf der Karte und bringt so viel in Erfahrung, wie ihr nur könnt, meine Teure. Durchsucht jeden Winkel. Wir werden jeden einzelnen Stein umlegen, um herauszufinden. Magus bedroht das Herz meines Och man, hätte ich nicht eher reden können, da wäre ich nicht rausgegangen. Aber nun gut, das ist es leider, ja, so. Und in der nächsten Folge werden wir diese drei Orte besuchen.
werde jetzt nicht Kapitän Eschmadin aufsuchen, sondern tödliche Ermittlungen in der nächsten Folge beginnen. Und dann werden wir diese drei wundervollen Orte aufsuchen und mal gucken, ob wir irgendwas herausfinden. Also meine Vermutung ist, dass er Druidenmagie beherrscht. Deswegen ist er auch so mächtig in Bezug auf die Sturmmagie. Und was genau die Hintergründe sind, ob er einfach nur auf dem Rubinthron sitzen möchte oder ob er einfach den Krieg weiter anzetteln möchte oder was auch immer, da bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Aber vielleicht werden wir das ja in Kürze herausfinden. Und ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen und dass wir uns in der nächsten Folge dann wiedersehen werden.